Hallo und herzlich willkommen zu den Ansichten. In Deutschland gibt es etwa 200 Millionen Blogs. In den Ansichten haben wir Ihnen schon ganz verschiedene Blogger vorgestellt, zum Beispiel Brigitte Ehlers, die regelmäßig den Hafenklatsch aus Bremerhaven berichtet. Das sogenannte Tagebuch im Internet hat auch meinen heutigen Gast berühmt gemacht. Er ist ein richtiger Superstar im Netz. Wenn Sie jetzt sagen, Blog, was war das nochmal, dann gibt es hier eine kurze Gebrauchsanweisung. Wer schreibt, der will sich mitteilen. Im günstigsten Fall, weil es etwas mitzuteilen gibt. Etwas, was bisher unbekannt war. In der virtuellen Blogwelt wird mitgeteilt, was im wirklichen Leben gerade passiert, dass ein Beitrag übers Bloggen gemacht wird. Und schon sind wir mittendrin im Beitrag über Bremer Blogger, worüber sie so bloggen, also schreiben, und warum sie eigentlich aller Welt ihre Gedanken kundtun. Was Eindruck hinterlässt, schlägt sich in Wort und Bild nieder. Der Blogger wird beim Bloggen von uns gefilmt, was wiederum von einem Kumpel des Bloggers gefilmt wird. Sofort ins Netz gestellt und irgendwo da draußen der Kommentar I love Shop-Blogger. So einfach wie rührend kann das wirkliche Leben im Virtuellen sein. Ja, das ist der Shop-Blogger, der schreibt über sein Leben im Supermarkt. Und das ist Steve Krömer aus Schesel. Herzlich willkommen. Ja, schön hier zu sein. Sie sind im Netz unter Stevie New bekannt. Sie haben 2 Millionen Fans. Worüber schreiben Sie, dass 2 Millionen Menschen so begeistert lesen? Im Prinzip alles, was mich interessiert. Das ist ja das Schöne am Bloggen. Das ist ja quasi das eigene Tagebuch. Und alles, was mich interessiert, interessiert überraschenderweise auch die Leute, die meinen Blog lesen. Was machen Sie denn anders? Ja, ich bin authentisch. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Also ich verstelle mich nicht. Ich schreibe über Themen, wie gesagt, die mich interessieren. Da bin ich auch total egoistisch. Man muss, machen viele den Fehler, dass sie versuchen, irgendwas zu schreiben, wovon sie glauben, dass es alle interessant finden. Und das mache ich halt nicht. Ich schreibe halt wirklich ganz egoistisch über Sachen, die ich spannend finde. Was finden Sie denn zum Beispiel spannend? Ja, ich bin Bremer und deshalb bin ich natürlich auch leidenschaftlicher Werder-Fan und habe mich letzte Saison sehr viel geärgert. Und die Nation hat mit mir gelitten, möchte ich sagen. Wie hat sich das dann quasi niedergeschrieben für Sie? Ja, ich habe halt über die Spiele berichtet und so weiter. Und da gibt es natürlich auch eine Menge Fans. Ich habe ja deutschlandweit, wird mein Blog ja gelesen, auch zum Beispiel die Dortmunder hatten letzte Saison ein bisschen mehr Freude als wir Bremer. Und da gibt es lustige Dialoge. Und ja, aber man hat auch Mitleid, so ist es nicht. Sie sind ja kein Native User, wie man so schön sagt. Das heißt, Sie sind nicht mit dem Computer aufgewachsen. Wie kam denn die Leidenschaft dafür zustande? Naja, aufwachsen ist mal relativ. Ich bin mit dem Internet aufgewachsen, beziehungsweise ich sage immer so aus Spaß zu mir selber, ich bin eigentlich so ein Gameboy-Kind. Das heißt, das ist ja irgendwie alles, ja, war alles so ein Zusammenspiel. Also ich bin eigentlich schon mit dem Rechner aufgewachsen. Also natürlich hatten wir, was weiß ich, als ich 10 war oder so, noch keine Computer, aber da gab es die ersten Videospiele und so weiter. Von daher, ich war zwar immer jemand, der irgendwie draußen Sport gemacht hat und Fußball gespielt hat, was ja heutzutage teilweise nicht mehr so extrem ist, wie es damals war. Aber ich würde schon sagen, dass ich mit dem Computer aufgewachsen bin. Ja. Und da war auch gleich die Leidenschaft dafür da, dass man da alles machen kann, dass man Leute erreichen kann. Naja, damals, das ist ja alles erst durch das Internet gekommen. So. Da war ich auch einer, der von Anfang an dabei war, so 94, 95, weiß ich noch, so die ersten Besuche im Netz, wo man immer noch auf die Uhr geguckt hat, oh, ich darf nicht zu lange drin bleiben, ja, genau, weil das ist so teuer. Ne? Dann noch mit dem Modem und so. Ja, ist natürlich auch Nostalgie, wenn man darüber redet. Ja, es ist schon, war schon eine tolle Zeit, das alles zu erleben. Ja, und auch die Entwicklung, wie es jetzt ist, ist ja was völlig anderes, als es vor 10 Jahren war, das Internet. Ne? Das erleben Sie ja hautnah, Sie arbeiten als Lehrer. Wie cool finden Sie denn Ihre Schüler? Cool ist immer relativ. Ich kriege diese Frage sehr oft gestellt irgendwie, und ob man Autorität hat überhaupt und ob man das überhaupt darf. Das ist natürlich immer so eine Sache. Also ich denke schon, dass meine Schüler, besonders meine Klasse, natürlich schon stolz auf mich ist. Jetzt gerade, wenn man jetzt irgendwie in den Medien irgendwie vorkommt. Aber die interessiert das gar nicht so extrem, wie man vielleicht denken mag. Also die Themen, die im Blog aufgegriffen werden zum Beispiel, sind für die Kids halt einfach noch nicht interessant. Ja? Vielleicht abgesehen vom Fußball oder so. Auf dem Blog geht zum Beispiel auch um Politik, um Schulpolitik und so weiter. Bildungspolitik, und das interessiert die noch nicht. Ne? Aber natürlich, ich mache ja nicht nur den Blog, sondern wir haben ja ein ganzes Portal, ein ganz großes Internetportal. Und da geht es natürlich auch um Computerspiele. Das ist halt auch eine große Leidenschaft von mir. Und da sind sie schon interessierter. Aber nicht so, dass sie jetzt jeden Tag auf die Seiten gucken würden. Lernen sie denn voneinander? Naja, also es gibt natürlich Sachen. Ich fordere ja auch immer quasi ein Unterrichtsfach, was den Umgang mit neuen Medien irgendwie erleichtert. Ich versuche schon, also die Verantwortung als Lehrer auf meine Schüler, wie soll ich sagen, also gerade im Internet, den Umgang mit dem Internet auch an meine Schüler weiterzugeben.
Das heißt, ich weise natürlich meine Schüler auch auf die Gefahren hin, die da lauern. Wie zum Beispiel die Mädels, irgendwie, die natürlich, wo Facebook und SchülerVZ zur Lebenswelt gehört. Ne? Und die werden von mir natürlich darauf hingewiesen, was da für Gefahren lauern. Eben, dass man zum Beispiel keine leicht, jetzt mal ganz übertrieben, ganz leicht bekleideten Fotos von sich da reinstellt. Oder die Jungs, die, den versuche ich näher zu bringen, dass, was weiß ich, mittlerweile laut Statistiken 75-80% aller Chefs, bevor sie jemanden einstellen, erstmal gut den Namen googeln. Von daher würde ich da vielleicht keine Bilder reinstellen, wo man irgendwie gerade eine enthusiastische Party feiert, solche Sachen. Ne? Ja. Das sehe ich als meine Aufgabe als Lehrer, die Kids auch auf das vorzubereiten in ihrem Leben. Gibt es auch besorgte Eltern, die zu Ihnen kommen und sagen, wie kann ich das zu Hause reglementieren, dass meine Kinder vielleicht nur so und so viele Stunden im Netz sind oder nur diese Seiten besuchen? Klären Sie da auch auf? Natürlich. Wie gesagt, ich sehe das als meine Aufgabe als Lehrer, das zu tun. Manche Mütter nehmen es an. Manche überhaupt nicht. Ich habe zum Beispiel auch viele Kinder in meiner Klasse, die zum Beispiel Spiele spielen ab 18. Ja, wo irgendwelche Köpfe wegfliegen, jetzt mal ganz übertrieben formuliert. Und da kann man den Eltern noch so viel sagen. Das ist ein Spiel ab 18, steht auch eine rote 18 drauf, ist von der USK geprüft und eigentlich nicht zu übersehen. Ja, aber ist doch nicht so schlimm, hört man dann. Und teilweise auch, das stimmt doch gar nicht. Gut, wenn das nicht stimmt, warum reden die über nichts anderes? Also es ist schon schwierig. Aber ich denke, dass ich da meiner Verantwortung als Lehrer schon bewusst werde. Und das ist natürlich auch ein Vorteil den anderen gegenüber, ne? Weil man halt sich da besser auskennt und auch den anderen Kollegen ja Tipps geben kann. Ne? Was ist für Sie denn der Unterschied zwischen der digitalen und der analogen Welt? Also die digitale Welt, in der digitalen Welt, jetzt mal ganz plakativ gesagt, kann im Prinzip jeder sich darstellen, wie er möchte. Das heißt, jeder kann im Internet ein Superstar werden. Ja. Es gibt ganz viele Formate im Netz, die, jetzt mal ganz übertrieben gesagt, die normale Welt überhaupt nicht kennt. Mhm. Wenn ich zum Beispiel auf YouTube angucke, die Außenseiter ist der erfolgreichste YouTube-Channel, den es gibt. Die filmen einfach nur ihr Leben. Die machen halt eine was würde man sagen, Reality-Doku-Soap genau. Über sich selbst. Genau. Ja, Soap ja eigentlich nicht, aber... Und die kennt niemand, aber die sind im Internet so unglaublich groß und die sind auch wirklich lustig, die sind kreativ und so weiter. Das ist halt 100-mal besser als das, was wir im Fernsehen teilweise sehen. Wie nennt man das, Trash-TV, wo irgendwelche geskripteten Leute da über die Jugend oder versuchen, die Jugend von heute darzustellen. Also das Internet bietet allen die Chance, sich darzustellen, was in der normalen Medienwelt einfach nicht möglich wäre. Von daher ist jeder in diesem kleinen Raum Internet halt ein Superstar, wenn er es möchte. Sie sind fast 5 Stunden am Tag im Netz, habe ich gelesen. Was machen Sie denn nebenbei? Gibt es ein Leben noch daneben? Also was machen Sie, wenn der Strom ausfällt und Sie gar nicht ins Netz können? Das sind auch wieder diese typischen Vorurteile. Solche Fragen kriege ich ständig. Ne? Also von wegen, man stellt sich mal vor, dass Leute, die im Netz erfolgreich sind, irgendwie kein anderes Leben haben und möglichst noch irgendwie mit der Nadel irgendwie ans Modem angeschlossen sind, jetzt übertrieben gesagt. Ja, es ist aber halt mein Hobby. Beruhigt sein. Ja, es ist halt mein Hobby. Ich mache es gerne irgendwie. Sie sagen gerade so 5 Stunden. Ja? Also ich sage immer wieder gerne, als ich früher Leistungssport gemacht habe und wenn ich 5 Stunden Tennis gespielt habe jeden Tag und trainiert habe für mein Ziel, im Tennis gut zu sein, dann klopfte man einmal auf die Schulter. Wenn man hört, der Junge ist oder der Herr Krömer ist 5 Stunden im Internet, dann ist es gleich negativ belegt. Obwohl es im Prinzip ja irgendwie dasselbe ist, weil es ist ja mein Hobby. Ja? Das heißt, durch die Medien und das, was da irgendwie die ganze Panikmache, die in den Medien teilweise betrieben wird, dadurch ist es einfach so negativ belegt, das Ganze in Deutschland vor allem, in anderen Ländern ist es nicht so extrem, dass es da diese Vorurteile gibt. Also natürlich, ich habe ein Leben neben dem Computer, ich habe natürlich auch, bei mir hat das Lehrerdasein Priorität und das andere ist halt Hobby, von daher. Was machen Sie denn zum Ausgleich? Ich habe gelesen, Sie haben im vergangenen Jahr mit Golfspielen angefangen. Ja. Ist das der berühmte Ausgleich? In der Natur? Ja, auf der einen Seite schon, also das ist eine schöne Sache, aber auf der einen Seite, ich sage immer meine 2 Berufe, ich habe im Prinzip 2 Berufe, einmal Lehrer sein und einmal diese ganze Internetgeschichte, die ergänzen sich hervorragend. Direkt nach dem Referendariat habe ich diese Computersache hauptberuflich gemacht und das stumpft halt schon sehr ab, wenn man wirklich, was weiß ich, den ganzen Arbeitstag nur vorm Rechner sitzt. Und ich habe für mich die perfekte Kombination jetzt gefunden, nämlich irgendwie vormittags oder teilweise auch bis in den Nachmittag mit meinen Schülern zu arbeiten, quasi irgendwie den direkten Kontakt mit Schülern zu haben oder mit Menschen und dann dagegen irgendwie nach Hause zu kommen und dann am Rechner zu arbeiten. Von daher, das ergänzt sich hervorragend. Oder eben Golf zu spielen. Oder eben Golf zu spielen. Herzlichen Dank, das war Steve Krömer aus Schesel, im Netz unter Stevenio bekannt. Herzlichen Dank, das waren die Ansichten für heute. Danke, tschüss. Wir sind eins. ARD.